Ich bin Atze, der Buschpirat, und ich zeige euch heute mein TARP-Schnellaufbausystem. Und wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, dann bleibt dran. Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin im Wald unterwegs und möchte euch heute mein Schnellaufbausystem für TARPs zeigen. Ich habe da mich inspirieren lassen von dem Mike von MCQ Bushcraft aus England. Also schon mal Mike, danke dafür. Und habe über den Sommer hinweg einfach noch ein paar Features noch hinzugefügt. Und das möchte ich euch heute zeigen. Ist geeignet speziell für TARP-Aufbauarten, die eine Ridgeline erfordern, also eine stramm gespannte Schnur zwischen zwei Fixpunkten. Aber ich denke, auch wenn ihr andere TARP-Aufbauten am Boden oder ähnliches habt, könnt ihr sicherlich das eine oder andere rausziehen und auch euer Setup etwas verbessern. Ich habe mir hier einen alten Forstweg rausgesucht, um euch das System zu zeigen, weil ich hier zwei schöne Bäume habe, die den richtigen Abstand haben, und ich kann meine Kamera einfach frei stellen, ohne dass irgendwas stört. Und ja, zum Übernachten würde ich mir sicherlich einen besseren Platz suchen, aber jetzt, um es euch zu zeigen, perfekt. Also viel Spaß! Ja, für was brauche ich ein TARP-Schnellaufbausystem? Und zwar gerade, wenn es draußen regnet, ich komme an meinem Lagerplatz an, dann kann ich einfach sehr schnell, ich habe das TARP immer in der Seitentasche von meinem Rucksack, kann ich mein TARP sehr schnell rausholen, kann den Regenschutz wieder über meinen Rucksack ziehen, und hier habe ich alles drin, was ich brauche, um das TARP zu spannen. Ja, also ich kann sehr schnell mein TARP aufspannen, kann dann darunter in aller Ruhe meinen Rucksack dann im Trockenen auspacken und mein restliches Lager aufbauen. Und genauso beim Abbau auch wieder. Ja, ich kann also unter diesem TARP meinen kompletten Rucksack fertig packen, Regenschutz schon drüber, und dann sehr schnell das TARP wieder in diesen Sack befördern und diesen Sack entweder draußen hinhängen oder wieder in die Seitentasche stecken. Und wunderbar. So, dann würde ich sagen, wir schauen mal in den Packsack rein. Das ist ein ganz normaler, ich glaube von Tatonka, ich verlinke euch den mal unten, wie die restlichen Sachen auch. Ganz normaler wasserdichter Packsack, habe ich einen Karabiner dran, seht ihr gleich, für was der gut ist. Und wenn ich diesen Packsack aufmache, so, dann kommt Folgendes zum Vorschein. Zum einen meine erste Schnur für den ersten Baum. Das andere Ende ist relativ lange. Habe ich jetzt wie so in so einen Schnursack oder Seilsack, habe ich einfach nur die Schnur reingestopft, damit die sich nicht verheddert. Könnt ihr mal beim Stefan von Survival Deutschland mal schauen, der hat da mal ein Video darüber gemacht. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich eine lange Schnur so aufwickel, dass sich die beim Abwickeln, dass sich die verheddert. Deswegen steckt die nur so drin. Und wie ihr sehen könnt, ist das Ganze eine Art Vorhangsystem. Ja? Also das heißt, wenn ich dann meine Ridgeline gespannt habe, ziehe ich den Packsack weg und mein TARP hängt dort wie ein Vorhang. Ich kann es verschieben, seht ihr alles nachher noch. Ich habe hier gleich diese Spannknoten, habe ich auch gleich dran gemacht. Und was hier vielleicht noch ganz interessant ist, ich habe die ganzen Schlaufen mit solchen Schlüsselringen versehen. Einfach, damit man dort einfacher einen Karabiner einhängen kann. Es geht deutlich einfacher, wie den hier bei diesen Schlaufen reinzufädeln. Der verhakt sich dann öfters. Und so ist es ziemlich einfach gut. Wenn ich mal Paracord direkt durchfädeln möchte, auch gut, weil Paracord hat so eine reibende Wirkung. Da kann man sich die Schlaufen schnell auch mal kaputt machen. Die Schnüre für die vier Ecken sind auch schon mit drin. Und ich würde sagen, knoten wir mal den ersten Knoten. Bevor wir jetzt in die Praxis gehen, wollte ich euch noch mal ganz kurz zeigen, was ihr benötigt dafür. Ihr braucht natürlich Paracord, den habt ihr eh dabei. Den braucht man immer für einen TARP-Aufbau. Und jetzt kommt das zusätzliche Gewicht eigentlich dazu. Das ist einmal ein großer Karabiner, um den Packsack aufzuhängen. Dann haben wir vier so kleine so Hakenkarabiner. Das sind für die vier Eckpunkte. Dann haben wir die,
Diese Schlüsselringe sind 18 mm, 3 Stück für oben und dann für jede Ecke, also 7 Stück. Und dann diese Ringkarabiner, 3 Stück, auch oben, um das Tarp an der Ridgeline dann zu befestigen. Also wir sind hier bei einem zusätzlichen Gewicht von 27 Gramm. Also selbst für die Ultraleichtgänger, die einen Tarp dabei haben, ist es eigentlich auch eine Option, sich sowas zu überlegen. Paracord gibt ja so die gängige Länge, das sind 30 Meter. Habe ich mir 2 gekauft. Ich habe ungefähr, ich schätze mal, 6 Meter an jeder Ecke und die obere Ridgeline, ja, schätzungsweise so 15 bis 17 Meter, habe ich relativ lang gewählt, weil oftmals die Bäume ja auch weit auseinander stehen und dann habe ich da einfach genügend Luft noch. Auch die Knoten, da muss man zweimal um den Baum rum, darf man auch nicht unterschätzen, dass es auch nochmal eine gute Strecke ist. Gut, die ganzen Links zu den Dingen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und das Problem ist, eigentlich ist es hier, kostet es eigentlich fast gar nichts, also weit unter 10 Euro. Die Sache ist nur die, dass man zum Beispiel die Schlüsselringe, die kriegt man halt, ja, halt oftmals in Großmengen. Also ich habe mir da 100 Stück bestellt und die kosten dann natürlich 7 Euro. Die Karabiner, die gibt es in kleineren Packungsgrößen, die hier auch. Also vielleicht, wenn ihr auch ein paar Freunde habt, die auch gerne rausgehen mit einem Tarp, kann man sich zum Beispiel zusammentun und sich da ein bisschen einfach größere Packung kaufen und die aufteilen. Oder aber gerade auch solche Schlüsselringe, die kann man wirklich immer gut gebrauchen. Also man kann die wirklich an jeder Schlaufe schon mal befestigen an seinem Tarp. Vielleicht hat man noch ein zweites, eine andere Größe. Kann man dann auch gleich diese Ringe dran machen, auch am Rucksack. Also die Dinge sind wirklich vielseitig zu verwenden. Und ja, wie ihr seht, es ist wirklich nicht jetzt viel mehr Gewicht, was ich mittragen muss, die 27 Gramm, weil wie gesagt, Paracord habe ich eh dabei. Und ja, dann würde ich sagen, jetzt haben wir aber genügend drüber gesprochen, jetzt gehen wir mal an den Aufbau. So, dann werden wir den Packsack mal öffnen, unsere erste Schnur rausnehmen. Da habe ich schon so eine kleine Öse geknotet, die wir dann brauchen. Dann gehen wir um den Baum herum. Ich baue das Ganze jetzt einfach ein bisschen tiefer auf, damit ich es euch besser zeigen kann. Gehe unter der Ridgeline durch und gehe nochmal außen rum. So, an der so entstandenen Öffnung hier gehe ich mit meiner Schlaufe durch, nehme ein Holzstück und ziehe das Ganze fest. Und zwar kann ich das Ganze wie eine Ratsche zuziehen. Hat den Vorteil, dass ich hier jetzt einen schön gespannten, eine schön gespannte Schnur habe. Und hier das Ende ist hier lose, aber hier geht nichts auf. Das Gute an dem Knoten ist, der ist natürlich auch genauso leicht wieder aufgemacht, indem ich das Holzstückchen rausmache. Und zack, und der ist offen. Ja? Also jetzt nochmal hier nochmal ganz genau. Ich bin einmal um den Baum herum. Bin dann unter der Ridgeline durch. Wieder hinten um den Baum herum. Und nehme jetzt meine Schlaufe und gehe hier durch. Ja, da kommt mein Holzblock rein. Und jetzt kann ich das Ganze wie eine Ratsche zuziehen, ja? Und das hebt hier.
Jetzt kommt nämlich der Karabiner zum Einsatz. Jetzt kann ich nämlich hier wunderbar meinen Packsack einhängen und kann mit der anderen Schnur auf die andere Seite gehen. So, wenn ich jetzt von der anderen Seite komme, gehe ich erstmal um den Baum herum. Und spann erstmal. Richtig schön feste. Und jetzt gehe ich mit meiner restlichen Ridgeline, gehe ich über die gespannte drüber. Spann nochmal, richtig kräftig, und kann jetzt hier nochmal, da willst du nicht die Kamera umschmeißen, ja, das ist hier ein bisschen beengend, aber seht ihr es, ich kann hier richtig fest spannen. So. Geh außen rum und dann mache ich hier im Prinzip nichts anderes. Wie eine Schlaufe und sichere diesen Knoten ab. Hört ihr? Das Ding ist wirklich bombenfest. Und schon haben wir hier eine super gut gespannte Ridgeline. So, wenn ich jetzt diese gespannte Ridgeline habe, dann kann ich jetzt hier meinen Sack mit dem Karabiner lösen. Und kann meinen Tab rausholen. So, und wie ihr seht, das meinte ich mit diesem Vorhang-Prinzip, kann ich jetzt meinen Tab, ich habe auch hier schon diese Spannknoten, kann ich meinen Tab positionieren, so wie ich es haben möchte. Ja, so, wunderbar. Und wie ihr hier seht, man kann hier natürlich auch andere Schlaufen nehmen, ja, je nachdem, wie ich meinen Tab aufbauen möchte. Gut, habt ihr ja gesehen, ich habe jetzt alles mal ein bisschen höher gehängt, so wie ich das normalerweise hier auch aufhängen würde, dass man auch wirklich schön unter dem Tab stehen kann. Bei den Knoten, ich stehe nicht drauf, bei der Ridgeline diese Spannknoten zu nehmen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die immer ein bisschen nachgeben. Aber diese Knoten, die sind hier fest und da gibt nichts nach. Und finde ich einfach für die Ridgeline, das muss einfach stabil sein. Gut. Gehen wir zu den Ecken. An den Ecken sind die Schnüre schon dran. Müssen wir uns noch so. Was ich an den Ecken immer ganz gerne mache, ist, man kann natürlich auch hier wieder fancy Knoten machen, aber schlussendlich einmal rum, schön auf Spannung bringen, hier überschlagen, ein paar Mal rumwickeln, Sicherung rein und gut ist, ja, also man sollte einfach halten. Ja, das Tab ist aufgebaut und wie ihr gesehen habt, geht es wirklich richtig schnell.
Man hat auch alle Möglichkeiten zu variieren, indem man den Ecken, diese Klemmkarabiner sind, die kann ich kurz aushängen, an eine andere Schlaufe zum Beispiel hinmachen und da gerade gucken, dass überall diese Schlüsselringe dran sind. Dann kann ich die ganz einfach umhaken. Hier oben schön gespannt alles, richtig schön stabil. Kann natürlich auch, wenn ich ein entsprechendes Tarp habe, kann ich auch hier oben die Ringe öffnen und das Ganze auch dann quer aufbauen, also gerade auch für die Hängematten-Schläfer, die haben ja gerne mal so ein rautenförmiges Tarp. Und ich finde, dass mir das schon oft den nassen Hintern erspart hat, ja? Weil ich kann jetzt wirklich in aller Ruhe hier unten drin mein Lager einrichten. Ich habe schön trocken. Gut, ich habe jetzt die 4 Heringe, 3 habe ich genutzt. Ich habe dort auch einen Baum dort hinten noch verwendet als Ankerpunkt. Die habe ich natürlich jetzt kurz geschnitzt. Kann man sich natürlich noch mitnehmen, 4 Stück. Dann ist man da wirklich komplett autark und kann dann sehr schnell aufbauen, gerade wenn man vielleicht nicht so viele Bäume zur Verfügung hat. Ansonsten schnappt man sich einfach einen Ast, kurz spitzen, anspitzen und rein in den Boden. Macht das alles nicht zu kompliziert, verwendet hier nicht Fancy-Style-Knoten, hier tralala und solche Geschichten, weil es geht ja darum, wirklich schnell das Ding aufzubauen. Und ihr könnt dann, wenn es trocken ist und ihr jetzt nicht auf einen schnellen Aufbau angewiesen seid, da hat man noch genügend Zeit dann, noch die anderen Knoten zu testen und zu gucken, was besser ist, vielleicht zum Nachspannen und solche Geschichten. Gut, in diesem Sinne würde ich mal sagen, jetzt hätte ich fast was Wichtiges vergessen. Wir wollen ja noch den Abbau uns ja noch anschauen, weil der ist natürlich genauso praktisch. Mal angenommen, ich habe eine 3-Tagestour, dann will ich das Ganze ja schnell wieder auch zusammenpacken, Rucksack auf, wenn es weiter regnen sollte und dann Abmarsch. Deshalb, hier unten kann ich mein komplettes Lager abbauen und wie das Ganze wieder in den Packsack verschwindet, das zeige ich euch jetzt. So Leute, das Tarp ist wieder eingepackt. Ihr habt es vielleicht gesehen. Ich habe alles, auch die Schnüre, einfach nur so reingestopft. Ich meine, in unserem Szenario regnet es auch gerade. Ich hänge das Tarp zu Hause eh zum Trocknen auf. Das heißt, dort kann ich in aller Ruhe dann meine Schnüre wieder sauber zusammenwickeln und alles wieder für die nächste Tour vorbereiten. Wenn ich auf einer mehrtägigen Trekkingtour unterwegs bin und keine Möglichkeit habe, das tagsüber mal rauszuholen, dann würde ich mir die Mühe schon machen, beim Abbau die Schnüre auch gleich ordentlich zusammenzuwickeln. Weil wenn ihr da mal ein Gehäddere reinbekommt und ihr das am nächsten Abend im Regen wieder aufbauen müsst, dann kann es ziemlich unentspannt sein. Gut, ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, was ihr darüber denkt oder ob ihr andere Varianten habt, Schnellaufbausysteme. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie das bei euch aussieht. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben, würde mich freuen. Und abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch keine zukünftigen Videos mehr. Und ich genieße jetzt noch die Zeit hier schön im Wald und wünsche euch viel Spaß in der Natur und bis zum nächsten Mal. Ciao.